Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Ich mache mal ein Video vom Unboxing von den Sachen. Das Paket kam heute an. Boah. Ganz schön gut verpackt. Ich habe das gekauft als so ein kleines Dankeschön, dass ihr so fleißig Golf trainiert. Und um euch einfach noch besser zu machen, habe ich hier eingekauft. Online-Shop für Golf-Accessoires. So, also, was gibt es alles für euch? Es gibt einmal so ein Anhänger für euer Golfbag. Da ist ein Schwamm drin, den macht man nass und da kann man dann den Golf reinigen, bevor man ihn putten will oder auch auf der Driving Range oder wenn er, nachdem ihr einen Bunker geschlagen habt und da ist noch Dreck dran oder Sand, kann man den da abwischen. Ist ein ganz cooles Tool. Hab auch noch 6 Plastik-Tees dabei, die sollten nicht so schnell kaputt gehen. Ja, kann man über so eine Schlaufe am Golfbag festmachen. Eigentlich ziemlich cool. Habe ich für uns dreimal gekauft. So, dann habe ich uns gekauft dreimal. Ich mache immer das für mich auf, also keine Angst. Ich mache immer mein eigenes auf, sofern ich es aufkriege. Das ist nämlich mega gut verpackt, sehe ich gerade. Vielleicht kann man das auch noch benutzen sogar. Naja. Ich glaube, ich kriege es nicht auf. Doch, ich denke schon, dass ich auf. So, die nächste Sendung im Anschluss verzögert sich um Stunden. Mega gut zugemacht auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich es aus dem Loch raus, ohne es kaputt zu machen. Yeah, also. Hier habe ich gekauft, auch wieder mit so einem Karabiner aus Plastik, fürs Golfbag, ein Golfhandtuch. Man sieht es vielleicht, nicht ganz. Hat eine coole Größe, benutzt man eigentlich, um Bälle nach dem Reinigen trocken zu machen und auch für die Schläger. Wenn man Divots rausholt aus der Erde, ist der Schläger oft ein bisschen verdreckt und den wischt man dann eigentlich mit so einem Tuch ab. Hat jeder Golfspieler, ich wollte es eigentlich in drei verschiedenen Farben haben, damit wir uns ein bisschen unterscheiden können, gerade von den Bags bei euch, aber gab es leider nur in der Farbe. Sehr cooles Tool. So, dann habe ich für euch, für jeden einmal eine Calvin Klein Anfänger Golf Edition gekauft. In dieser Golf Edition ist drinnen einmal eine ein Bleistift, um den Score eurer Schläge bei Turnieren oder wenn wir spielen aufzuschreiben auf eurer Scorekarte. Dann ist dabei eine Ballmarke. Die Ballmarke lege ich aufs Grün, da wo mein Ball liegt, wenn er in der Puttinglinie von den Mitspielern liegt. Kann man übrigens auch über diesen Clip an jedem normalen gängigen Golfhandschuh festmachen. Dann ist dabei von Calvin Klein eine Pitchgabel. Die Pitchgabel brauche ich, wenn ich mit einem Sandwich, Lob Wedge oder Pitching Wedge Schläge mache aufs Grün. Dann habe ich gewisse Ballabdrücke auf dem Grün. Die würden andere beim Putten in ihrer Linie stören durch durch das kleine Loch, das man dann draufschlägt. Und mit dieser Pitchgabel gehe ich quasi dreimal so um diese Pitchmarke außen rum und mache dann die Oberfläche von dem Grün wieder gerade, also hebel die auf, dieses Loch, damit es wieder eine ebene Fläche wird, damit keiner beim Putten gestört wird.
Ja, das macht jeder Spieler. Hierfür für euch eine Pitchgabel. Und dann dazu noch 6 Plastik Calvin Klein Tees. Okay, wie gesagt, für euch original verpackt. Tada! Dann habe ich noch gekauft, das könnt ihr unter euch ausmachen, ist eigentlich nochmal ein kleines Set von dem Online-Haus, wo es diese Golfsachen gibt. Ist auch nochmal eine Pitching-Gabel dabei, sind nochmal gelbe Tees dabei und auch mal nochmal eine Pitch-Marke, vielleicht als Ersatz für einen von euch. Oder können wir mal schauen, wer das braucht. Wir werden ja sehen, wer am öftesten Pitch-Marken und Pitch-Gabeln braucht, also wer am öftesten und am schönsten aufs Grün schlägt. Dann habe ich gekauft. Also für Peter und für Kay. Für Peter und für Kay. Dann habe ich noch gekauft, ich glaube, das dürften 100 sein. 100 Tees, Plastik-Tees. Die sind ganz cool. Man kann es vielleicht erkennen. Die haben ein bisschen speziellen Kopf oben. Das hilft einem, dass man das Tee genau bis zu dieser Unterkante von dem Kopf eben in die Erde steckt und dann wirklich diese vielleicht 10, 12 mm Kopfhöhe haben, wo dann der Ball drauf kommt. Sind Plastik-Tees, sollten nicht kaputt gehen, also wenn der mal 1-2 Meter wegspringt, einfach hinterher gehen und es mitnehmen. Ja, und dann gab es noch dazu hier gewisse Aufkleber. Einmal der männliche Golfer. Und eigentlich sollten irgendwo auch nochmal ein weiblicher Golfer dabei sein. Kann sein, der ist jetzt hier irgendwo in dem Auspacken oder in dem Karton mit verschwunden. Können wir uns irgendwo ans Auto dran machen oder auf den Laptop oder sonst irgendwo. Ja, so viel dazu. Das war mein Unboxing für die Golf-Accessoires für meine Kumpels Kay und Peter, die mit mir Golf spielen und sehr, sehr fleißig sind. Ja, ich werde es euch heute mitbringen, wenn ihr heute zum Training kommt. Dann würde ich das nämlich in meinen Rucksack packen, weil ich davor Physio habe. Und Isabel wird mich dann zum Golfclub fahren. Ich hoffe, wir sehen uns später. 17.30 Uhr habt ihr, glaube ich, heute Training. Bis dahin, over and out. Ich bin raus. Tschüss.